Gesundheit und Krankheit aus buddhistischer Sicht. Der Buddha hat uns durch sein Beispiel und durch seine Lehre gezeigt, dass es möglich ist, die Grundprobleme des Menschseins, Geburt, Krankheit, Alter und Tod zu überwinden. Die gesamte Lehre Buddhas kann in ein einziges Thema zusammengefasst werden, nämlich wie wir bleibendes Glück erreichen können. Solange wir das Glück außerhalb in angenehmen Sinneserfahrungen suchen, kann auch das schönste Erlebnis niemals dauerhaft sein. Die bedingte Welt ändert sich ständig. Einzig unser eigener Geist, der Erleber aller Dinge, bietet bleibendes Glück, weil er selbst kein Ding und daher unzerstörbar ist. Durch die Arbeit mit dem Geist gelingt es uns mehr und mehr, die in uns liegenden Eigenschaften von Furchtlosigkeit, Freude, Mitgefühl sowie Heilfähigkeiten zu entwickeln und letztendlich dauerhaft Glück zu erreichen. Gesundheit durch nützliches Verhalten. Buddha gab bei entsprechenden Anlässen auch medizinische Ratschläge an, seine Schüler, um verschiedene Krankheiten zu beseitigen. Aus vielen einzelnen Fällen entstanden im Laufe der Zeit ganze Sammlungen von Anweisungen, die den bestmöglichen Gebrauch von Medizin zum Inhalt hatten. Sie dienten damit sogar als Modelle für spätere medizinische Handbücher. In dem Buch Mahavagga, das den Verhaltenslehren des Pali Kanon und damit vor allem dem südlichen Buddhismus, den Theravada, zugeordnet wird, finden wir ein ganzes Kapitel über Medizin. Hier lehrt der Buddha, wie man sich und andere gesund erhält und welche Arten von Medizin im Fall von Krankheit für seine Schüler erlaubt sind. Er empfahl unter anderem als besondere Speise mit vielen gesundheitlichen Vorzügen Milchreis mit Honig. Um den Buddha und seine Schüler zu unterstützen, richtete der Yivaka, der Leibarzt des Buddha, am Fuße des Gaya-Bergs bei Rajgir im Norden Indiens das erste buddhistische Krankenhaus ein. Zu den allgemeinen buddhistischen Regeln gehört, dass wir im Alltag so gut es geht schädliche Gewohnheiten vermeiden und nützliches stärken sollten. Wichtige Voraussetzungen dafür sind, Ursache und Wirkung zu beachten, sowie in allem das rechte Maß zu finden, das heißt sich von Extremen fernzuhalten. Auch als Arzt sollte man beim Untersuchen des Patienten die Mitte bewahren. Als Behandlung sollte man nicht zu starke oder zu schwache Mittel verabreichen, sondern auch hier in allem das richtige Maß finden. Besonders für unheilbar Kranke empfahl der Buddha, ein tiefes Verständnis von der Vergänglichkeit der bedingten Welt zu entwickeln und gleichzeitig Vertrauen in die Qualitäten des eigenen Geistes, Erlebers aller Dinge, aufzubauen. In besonderen Fällen verwendete der Buddha einige eher ungewöhnliche Mittel, die auf seinem vollständigen Verständnis von Ursache und Wirkung beruhten. In den Mahavamsa-Chroniken aus Sri Lanka wird etwa berichtet, dass gelegentlich eine bestimmte Schutzrezitation und Meditation, also auf Pali Paritta, wie zum Beispiel die der 7 Qualitäten auf dem Weg zur Erleuchtung, Krankheiten beseitigte. Ein anderes Beispiel: nach dem großen Buch des Schutzes brach zu Lebzeiten des Buddha in der nordindischen Stadt Vaishali eine Pestepidemie aus. Die Bewohner baten daraufhin den Buddha um Hilfe und dieser sprach das Ratana Sutra, das vor bestimmten Arten von Störungen schützt. Sein Schüler Ananda ging mit der gesamten Anhängerschaft um die Stadt und sie rezitierten ebenfalls dieses Sutra, während sie Wasser aus der steinernen Bettelschale des Buddha versprenkelten. Nach dieser Zeremonie verschwand die Epidemie plötzlich und vollständig. Die gute Einstellung im Umgang mit Krankheit. Aus buddhistischer Sicht haben alle Krankheiten ihren eigentlichen Ursprung in grundlegender Unwissenheit und Selbstbezogenheit mit den daraus hervorgehenden Störungsgefühlen. Daher besteht das Gegenmittel in der Entwicklung von Weisheit und Mitgefühl, einer auf das Glück anderer ausgerichteten Geisteseinstellung. Hier werden besonders im nördlichen Buddhismus die sogenannten 4 unermesslichen Qualitäten praktiziert: Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut. Liebe ist eine aktive Haltung mit dem Wunsch, den Wesen zu Glück zu verhelfen. Mitgefühl sollte allen Leidenden gegenüber entwickelt werden, gleich ob arm oder reich,
berühmt oder unbekannt. Freude ist Freiheit von Leid und das Gefühl von Glück, dass man anderen helfen kann. Gleichmut oder Ausgeglichenheit bedeutet, niemanden zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Eine auf die Stärken von Mitgefühl und Weisheit ausgerichtete Praxis im großen Fahrzeug, also im Mahayana, ist die Geben- und Nehmen-Meditation. Hier sollten wir uns zunächst der Leiden im Kreislauf der Wiedergeburt während unzähliger vergangener Leben bewusst sein und an den Nutzen aller Wesen denken. Sie alle wollen genauso wie wir möglichst dauerhaftes Glück erleben. Zusammen mit dem Ein- und Ausatmen tauschen wir das eigene Glück gegen das Leiden anderer aus.